Ihr richtiger Name ist Violetta. Es tut mir so leid, Mia. Wie konntest du Mia dort allein lassen? Das hätte wirklich sehr schlimm ausgehen können. Ich habe Panik gekriegt. Mia und ich vertragen uns in unserer Welt nicht. Deswegen sollte auch keiner meine Identität kennen. Ich hatte so Angst, euch als Freunde zu verlieren. Es tut mir leid. Von jetzt an werde ich nur noch die Wahrheit sagen. Okay, zur Not erinnern wir dich daran. War eine super Aktion, diesen Brocken den Berg runterzurollen. Wir hätten es ohne dich nicht geschafft, Mia aus Rixels Fängen zu befreien. Danke. Und wie sollen wir dich nun nennen? Varia oder Violetta? Rixel hat gesagt, du warst seine Spionin. Was? Sag die Wahrheit. Das ist doch Blödsinn. Mia ist gut jetzt, ja? Von wem hast du denn das? Von Rixel. Du weißt doch, dass Rixel lügt. Sie hat sie alle mit ihrem Namen unterschrieben. Sie hat Rixel zum Nordhorn geführt und zum Feuereinhorn im Vulkan. Als wir in Pantheas Schloss die Blumen gesucht haben, hat Rixel uns auch gefunden. Sie war der Grund. Zuerst wollte ich nicht, dass ihr weiter mit Mia befreundet seid. Rixel wollte mir dabei helfen, sie loszuwerden, also hatten wir diesen Deal. Dann wollte ich aussteigen, aber er hat gedroht, euch alles zu verraten. Er hatte mich in der Hand, aber dann habe ich mich geweigert. Ich bin jetzt wirklich eine andere. Ich bin auf eurer Seite. Ihr müsst mir das bitte glauben. Bitte. Weißt du, du hast nicht nur unsere Freundschaft verraten, du hast auch das ganze Königreich in Gefahr gebracht. Also das Wohlergehen aller Elfen und aller Einhörner, die hier leben. Ich will den Ring zurück, Violetta. Ich habe einen Fehler gemacht und ihn zugegeben. Ihr könntet mir doch ruhig mal verzeihen. Ihr habt doch gesagt, ihr seid meine Freunde. Ich zeig euch, auf welcher Seite ich stehe. Es tut mir leid, Mia. Dein Verdacht war die ganze Zeit über richtig. Wir hätten auf dich hören sollen. Was hat er gesagt? Dass er auch traurig ist. Denkt ihr, wir waren zu hart? Vielleicht hat sie sich ja wirklich geändert. Wie sollen wir das wissen? Sie hat uns was vorgemacht. Sie hat uns ununterbrochen getäuscht. Wir können ihr nicht vertrauen. Glaubt ihr, sie wird sich wieder Rixel anschließen? Na, hoffentlich nicht. Vielleicht geht sie ja zurück in deine Welt, Mia. Sie hat mir gesagt, dass sie nicht zurück will. Aber vielleicht will sie es jetzt doch. Wow, ich habe die Tiere noch nie so glücklich gesehen.